Hallo Mädels und Jungs. Eri. Ja, wir haben unser Bike vom Service geholt. Die Feser. Und die tolle Überraschung dabei war, dass die Batterie hinüber war. Warum? Ja. Weil die heutigen Batterien in den neuen Bikes leider nicht mehr lange halten. Das hat aber nicht den Grund, dass die Batterie schlecht ist. Denn solche Batterien, die heute verbaut werden, so wie zum Beispiel in der Feser oder in der R1, die ja eigentlich ziemlich der gleiche Typ sind von Bauweise und vom Motor fast und vom Fahrgestell, ist es so, dass Gelbatterien ja eigentlich normalerweise deutlich länger halten und unempfindlich von Baueinlagen sind. Aber das Hauptproblem ist die Dimensionierung von Batterie, Lichtmaschine in den heutigen Bikes. Woher kommt das? Bei der alten Feser war es so, dass ich keine Gelbatterie hatte, sondern eine normale, wartungsfreie, aber natürlich mit flüssiger Säure, also gefüllte Batterie. Also eine Standardbatterie, wie sie eigentlich überall normalerweise üblich ist. Dort war es nicht normal oder nicht notwendig, eine Gelbatterie zu verwenden. Warum? Weil die Batterie eine normale stehende Montage hatte. Das heißt, von der Montage her war es kein Problem, eine normale Batterie zu verwenden. Was natürlich in der neuen FZ1 Feser und in der R1 nicht geht, da die Batterie nicht stehend verbaut ist, sondern in einem liegenden Winkel, aber nicht ganz liegend, sondern nur zum Teil. Das heißt, hier würde natürlich die Flüssigkeit ausfließen, denn die Flüssigkeit stoppeln oder die Befüllung wird ja nicht auf der Kante durchgeführt, sondern immer auf einer Fläche. Das ist einmal der große Unterschied zwischen den zwei Fesos und der Batterie. Und ein grundlegender Unterschied ist, in der alten Feser war, obwohl sie eigentlich noch keine elektronische Einspritzung hatte, eine 12 Volt 13 Ampere Batterie drinnen, also mit 13 Ampere Stunden, und in der neuen ist aber nur eine 12 Volt 11 Ampere Stunden Batterie drinnen, also eine schwächere Batterie, obwohl die neue Feser durch die viele Elektronik ja eigentlich viel mehr Stromkapazität benötigt, also eine größere Batterie normalerweise. Warum? Weil die alte Feser zwar einen elektronisch geregelten oder teilelektronischen Vergaser hatte, die neue Feser aber durch die Einspritzung und den Klopfsensor und Lambda-Sonde und Katalysator eigentlich eine voll elektronische Einspritzung hat, mit komplett voll elektronischer Regelung und somit eigentlich viel mehr auf die Batteriekapazität und auf das angewiesen ist, beziehungsweise empfindlicher auf Spannungsabfall reagiert als die alte Feser. Trotzdem hat man die Batterie eigentlich von der Bauart natürlich auf eine Gelbatterie umgestellt, aber in der Kapazität um 2 Ampere reduziert. Ob das sinnvoll ist oder ob das ein Baufehler ist unserer japanischen Ingenieure, kann ich euch nur insofern sagen, dass es eher eine
ein Problem daraus resultiert, dass man die Bauart so klein wie möglich halten wollte und das Gewicht so gering wie möglich, da ja die R1 die gleiche Bauart hat und man versucht in Gewicht und in Dimensionen einfach nur einzusparen, wo es nur geht. Dafür hat man einfach die Lichtmaschine erhöht. Natürlich muss man die Lichtmaschine, die Kapazität oder die Ladefähigkeit einer Lichtmaschine erhöhen, denn die alte Faser hatte eine Lichtmaschine mit 280 Watt und die neue Faser hat, oder R1 hat natürlich eine Lichtmaschine mit 365 Watt. Das heißt, natürlich kann die Lichtmaschine diese Batterie viel besser aufladen, aber der Unterschied liegt darin, dass die Batterie mit weniger Kapazität stärker entladen wird. Warum? Weil der Startvorgang ist der gleiche, das heißt, der Starter wird nicht unbedingt mehr Strom verbrauchen in der neuen Faser. Aber die ganze Elektronik rundherum, also Einspritzung, Landersonde und alles drum und dran, verbraucht mehr Strom. Das heißt, beim Startvorgang wird, obwohl die Batteriekapazität geringer ist, mehr Strom verbraucht. Das heißt, die Batterie ist im Endeffekt eigentlich schneller leer und viel stärker belastet. Und das bringt uns eigentlich zu dem Punkt der Lebensdauer der Batterie. Das heißt, durch die stärkere Entladung und dann natürlich in späterer Folge durch die Lichtmaschine stärkere Aufladung hat die Batterie das Problem, dass ihre Lebensdauer extrem eingeschränkt wird. In der Faser ist es so, dass sie bei normaler Lebensdauer und guter Wartung 3 bis allerhöchstens 4 Jahre hält und dann aber der Lebenszyklus sozusagen vorbei ist. Und in der R1 wurde mir berichtet, dass die Batterie einen Lebenszyklus von 2 bis allerhöchstens 3 Jahre hat. Und es natürlich aber auch schon Batterien gibt, die nach einem Jahr sozusagen die Batschen strecken, wie es so schön auf Wienerisch heißt. Also das heißt, den Geist aufgibt und man eigentlich auf eine Ersatzbatterie angewiesen ist. Und das nach einem Jahr ist das natürlich ziemlich heftig. Wenn ich wirklich jährlich mir eine neue Batterie für mein Motorrad anschaffen muss. Die Batterien selber sind ja nicht in dem Sinn extrem teuer, aber schlagen sich doch mit rund 100 bis 120 Euro zu Buche. Und wenn einem das bei einem Auto passiert, glaube ich, ist man dann doch eher auf das Fahrzeug etwas böse, also angefressen, wie es so schön heißt. Beim Motorrad wird es von vielen Werkstätten schon bald als selbstverständlich angesehen, was ich aber nicht finde, denn zum Lebensdauerunterschied bei der alten Faser, wo die Kapazität ja höher war, aber die Lichtmaschinenladung nicht so groß, war es so, dass die Batterie nach einem Lebenszyklus von 7 Jahren die Originalbatterie noch immer tadellos funktioniert hat und nicht einmal Probleme beim Starten bereitet hat. Und bei der neuen Faser innerhalb von 3 Jahren jetzt schon eine neue benötigt wurde. Also so viel zum dementsprechenden Unterschied. Obwohl eigentlich Gelbatterien normalerweise haltbarer sind und einen höheren Kurzschlussstrom besitzen,
hat eigentlich die qualitativ hochwertigere Batterie in der neuen Faser einen kürzeren Lebenszyklus als die Standardbatterie mit einer höheren Kapazität in der alten Faser. Wenn man sich das in Ruhe durchrechnet, würde man, wenn man eine Batterie mit rund 15 bis 18 Amperestunden in der neuen Faser verbauen würde, ein Mehrgewicht von ca. 1 Kilo in Kauf nehmen, was aber bei einem Gesamtgewicht von 229 Kilo von der FZ1 Faser eigentlich kaum ins Gewicht fällt. So weit kommen, dass man die Kapazitätserhöhung eigentlich damit den Vorteil bringt, dass man eine Lebensdauererhöhung von ca. 4 Jahren hat. Das heißt, von einer Lebensdauer von 3 bis allerhöchstens 4 Jahre könnte man dann auf 7 bis allerhöchstens 8 Jahre kommen und wäre dann in etwa beim einer Lebensdauer von einer Autobatterie und kann dann sagen, okay, das ist wirklich akzeptabel und hier wurden eigentlich beim Bau und bei der Dimensionierung keine Fehler gemacht. Die heutigen Problematiken sind einfach nur diese extreme Leichtbauweise, beziehungsweise wenn man hergeht und ein Sportbike nimmt und es dann auf Tourenbike oder Semi-Sportbike mit Tourenqualitäten trimmt und einfach nur einen anderen Lenker drauf schraubt und vielleicht ein anderes Heck und ein bisschen eine andere Verkleidung und am Motormanagement etwas macht und die Nockenwelle etwas flacher und an der Übersetzung ändert und man denkt, man hat ein wirklich ein tolles Tourenbike, ja, dem ist es nicht so, denn die Anforderungen zwischen Sport und Tourenbike sind ganz unterschiedlich und es ist auch beim Sportbike so, dass eine Lebensdauer von einer Batterie von 2 Jahren auch nicht akzeptabel ist. Und selbst dort mit einer Erhöhung von 3 bis 5 Ampere die Lebensdauer auch dementsprechend erhöhen wurde. Das Hauptproblem an diesen Bleibatterien oder Gelbatterien ist einfach, dass die Entladung viel zu stark ist in dem Moment oder beziehungsweise beim Starten, eben weil der Strombedarf so hoch ist und genau deswegen hat man hier eigentlich am falschen Platz gespart. Das heißt, hier Kapazität zu sparen und einfach die Lichtmaschine zu erhöhen, macht die Lebensdauer einer Batterie gerade im Fahrzeugbau und im Fahrzeugbereich extrem anfällig und ist eigentlich fast als Fehlkonstruktion zu werten, denn die Hauptproblematik hier ist eigentlich, dass sich das Bleibatterien zwar natürlich für Ladung und Entladen Ladezyklen geeignet sind, aber beim Entladen halt nicht so stark entladen werden dürfen, dass sie gegen Null gehen bzw. relativ leer werden, sondern zumindest eine Restkapazität von über 50% noch aufweisen sollten, denn alles darunter dann nur die Lebensdauer ziemlich drückt und genau das ist bei dieser Unterdimensionierung eigentlich das Hauptproblem. Ja, soweit zu dem. So, es ist an sich alles gut gelaufen. Das Einzige, was noch zu beanstanden wäre, die Vergasersynchronisation hat früher einfach nur einmal alle 20.000 stattgefunden, weil es ja öfters nicht notwendig war. Meine Faser hat gerade mal knappe 15.000 Kilometer drauf und hat schon wieder eine komplette Einstellung der Elektronik benötigt und des Kaltlaufes und das ist etwas, was
zum Beispiel im Autobau oder im Fahrzeugbau auf 4 Rädern oder mehr absolut inakzeptabel wäre.